Dann ja, herzlich willkommen bei Canyon. Schön, dass du da bist. Ich darf dir heute ein bisschen was zu Canyon erzählen und ja, zur Historie natürlich auch. Was du hier siehst, ist das Canyon im Jahre 2021, aber es hat natürlich viel, viel früher angefangen. Canyon ist ja entstanden aus einem kleinen Radladen und die Geschichte beginnt eigentlich mit Roman Arnold, dem Gründer von Canyon, der ursprünglich als junger Mann ein Mofa haben wollte, dann aber feststellt, dass das Rennrad ja eigentlich das viel, viel schönere Objekt ist zur Fortbewegung und dementsprechend dann in jungen Jahren seine Radsportkarriere auf der Bahn und der Straße beginnt und diese Begeisterung für den Radsport seitdem einfach nicht mehr los wird. Du hast vielleicht schon gehört, dass Romans Vater damals begonnen hat, aus einem blauen Anhänger heraus, quasi im Direktvertrieb aus dem Anhänger zu den Kunden, Fahrradteile bei den Rennen zu verkaufen. Aus dem Anhänger wurde dann natürlich später der erste Fahrradladen, Radsport Arnold hier in Koblenz. Und das Ganze ist über die Jahre hinweg zu dem gewachsen, was es heute ist, nämlich der führende Hersteller im Fahrraddirektvertrieb in Deutschland, die Canyon Bicycles GmbH, die wir uns heute gerne anschauen können. Hier könnten in der Regel oder könnten noch viel, viel mehr Bikes stehen. Einfach deswegen, weil natürlich Canyon in den letzten 20, 25 Jahren unheimlich viele Rennen gewonnen hat. Aber wir haben es hier mal auf die Bikes begrenzt, die tatsächlich in den letzten 2 bis 3 Jahren entscheidende Siege für Canyon-Athleten eingefahren haben oder auf denen Canyon-Athleten entscheidende Siege eingefahren haben. Wir haben zum ersten hier das Ironman Sieger-Bike von Jan Frodeno aus dem Jahre 2019. Frodeno ist ja eigentlich der bekannteste und erfolgreichste Triathlet unserer Zeit und hat das Rennen 2015, 2016 und 2019 für sich entscheiden können. Hier sein Siegerrad aus dem Jahr 2019, mit dem er damals auch den Streckenrekord in Hawaii aufgestellt hat. Das ist das Speedmax CFSLX, von dem mittlerweile eine neue Version auf dem Markt ist mit Scheibenbremsen. Das hier ist noch die Felgenbremsversion, wie sie Jan Frodeno vor 2 Jahren benutzt hat. Man kann sehen, ein super aerodynamisch optimiertes Rad, bei dem es einfach darum geht, auf dieser 180 Kilometer langen Radstrecke, die man nach dem Schwimmen und vor dem Marathon absolvieren muss, einfach möglichst viel Energie zu sparen und möglichst windschlüpfrig und windschnittig über den Kurs zu fahren. Weiter geht's mit einem Rad, das diese Woche in aller Munde ist. Vielleicht kennst du Mathieu van der Poel. Mathieu ist ja der bekannteste der auffälligste Rennfahrer sowohl im Straßenrennsport als auch auf dem Mountainbike und dem Cyclocross. Er fährt derzeit bei der Tour de France nach seinem fulminanten Etappensieg auf der 2. Etappe in Gelb und hat letztes Jahr mit diesem Bike hier das Klassikerrennen Tour de Flanders gewonnen. Und dieses Rad steht quasi stellvertretend für Mathieus Erfolge im Straßenrennsport und gerade sitzt er quasi auf dieser Maschine nur in Gelb und fährt damit durch Frankreich. Ein weiteres sehr wichtiges Bike, das Ultimate CFSLX, mit dem Alejandro Valverde, einer der Profis, der schon im längsten im Peloton fährt. Ich glaube, Valverde ist mittlerweile an die 39 oder 40 Jahre alt, mit dem er vor 3 Jahren, also 2018, nochmal Straßenweltmeister geworden ist. Unser Ultimate SLX, in dem Fall hier in den Regenbogenfarben des Weltmeisters, die er damals bei der WM in Innsbruck erringen konnte. Airroad und Ultimate sind so unsere Straßen-Profi-Bikes, die eigentlich von den meisten Athleten genutzt werden. Das Airroad als aerodynamischere Alternative, gerade für die flacheren Etappen und für die Sprinter sehr interessant. Das Ultimate, also das klassische Bergfahrerrad, sehr, sehr stark auf Gewicht getrimmt, sehr leicht, sehr steif und damit gerade für Kletterer wie Valverde super geeignet. Hier haben wir ein weiteres Van der Poel Bike, in dem Fall kein reines Straßenrad, sondern ein Cyclocross Bike. Mathieu ist ja auch Cyclocross-Weltmeister. Das Rad hier ist das aktuelle Weltmeisterbike aus 2021, unser InFly CFSLX. Beim Cyclocross geht es ja darum, einen definierten Kurs, der Offroad ist, also sprich der Hindernisse hat, der durch Gras, Schlamm, Sand geht,
möglichst schnell zu durchfahren. Und deswegen sehen die Räder ähnlich aus wie Rennräder, haben allerdings leichte Stollenreifen. Und ganz charakteristisch, das Bike hat diesen Knick im Oberrohr, weil beim Cyclocross das Fahrrad teilweise auch getragen wird, zum Beispiel über Treppen hoch oder über Hindernisse. Und mit diesem erhöhten Oberrohr kann der Athlet das Bike halt super einfach schultern und mehr oder weniger ja, schnell durch die Gegend tragen. Und deswegen hat dieses Rad hier oben diesen charakteristischen Knick, den man bei einem Rennrad so normalerweise nicht haben würde. Wenn wir dann in den Bereich Mountainbike gehen, bleiben wir bei einem Fahrrad, was Mathieu auch fährt, was aber das gesamte Team Alpecin Phoenix, für das er fährt, im Mountainbike-Bereich einsetzt, das Exceed CFR. CFR steht für Canyon Factory Racing und stellt quasi die neueste Evolutionsstufe von Canyon Bikes dar. Das heißt, CFR-Bikes sind das Beste, was machbar ist für uns und sind die Bikes, die auch im Rennsport gefahren werden. Und hier haben wir jetzt Exceed. Das ist unser Cross-Country- und Marathon-Race-Bike, ein Hardtail, also vorne gefedert und hinten starr, mit dem man halt auf tendenziell aggressiven Kursen fahren kann, wo man aber kein Fully braucht und das Gewicht oder den Gewichtsvorteil des Hardtails einfach ausspielen kann. Zum Beispiel beim Cross-Country World Cup in Albstadt, das wäre halt ein klassisches Hardtail-Rennen zum Beispiel. Das Pendant zum Exceed auf der Mountainbike- und Marathon-Cross-Country-Seite ist das Lux. Vom Lux gibt es keine CFR-Version, deswegen haben wir hier als Rennmaschine das Lux CF SLX. Und die wohl bekannteste Athletin, die damit fährt, ist die Kanadierin Emily Betty. Und dieses Rad fährt sie entsprechend in der laufenden World Cup-Saison auf allen Strecken eigentlich, die halt etwas ruppiger sind und wo sich die Vollfederung im Vergleich zum Exceed einfach auszahlt. Ansonsten sind die Bikes in puncto Ausstattung und Geometrie eigentlich relativ vergleichbar. Das Exceed ist im Grunde genommen das Hardtail-Pendant zum Lux. Wenn wir dann weiter mit dem Federweg quasi aufsteigen, landen wir irgendwann beim Sender, unserem Downhill-Bike. Auch das wieder in der CFR, also Canyon Factory Racing-Ausführung. Das hier ist das Bike von Tani Seagrave. Tani war schon mehrfach Junioren-Weltmeisterin, ist eine der besten weiblichen Downhill-Fahrerinnen und fährt in diesem Jahr und seit letztem Jahr auf dem neuen Standard CFR, also unserem neuesten Downhill-Bike. Das Rad hier ist sogar das Mallet, das heißt, du hast vorne ein 29 Zoll Laufrad und hinten ein 650B Laufrad, das heißt, ein gutes Überrollverhalten in Kombination mit der Wendigkeit des kleinen Hinterrades. Ja, und mit diesem Bike geht es halt über die heftigsten Downhill-Strecken der Welt. Und dabei helfen natürlich ein Federweg von 200 mm sowohl vorne an der Fox 40 Gabel als auch hinten am DRX 2 Stahlfederdämpfer. Und ja, man kann auch sehen, es hat Super Secret Prototype Tires drauf. Das ist also kein Serienfahrrad hier und kein Serienreifen. Aber das ist auch normal im Profibereich, dass immer wieder Prototypenteile getestet werden. Und das macht einfach auch ein bisschen die DNA von Canyon aus, dass wir den Rennsport nicht nur nutzen, um Prestige zu bekommen, um Siege zu erringen, sondern den Rennsport auch wirklich als Test benutzen, um zu gewährleisten, dass unsere Bikes, die nachher an den Kunden gehen, von den besten Athleten der Welt erprobt worden sind. Zu den Besten der Welt gehört auch Thomas Lemoine, und zwar im Freestyle-Bereich oder im Mountainbike Slopestyle, wo es entsprechend darum geht, auf einem Kurs, der mit Sprüngen und Hindernissen gespickt ist, möglichst viele Tricks zu machen und darüber über eine Bewertung die höchstmöglichen Punkte zu erhalten. Dafür verwenden die Athleten meist unsere Stitched-Serie. Das Stitched gibt es als Hardtail und als Full-Suspension-Bike. Hier sehen wir das Hardtail mit der Stratos Thomas Lemoine Sonderlackierung. Also Thomas fährt immer sehr, sehr auffällige, bunte Styles und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Die Räder aus dem Slopestyle-Bereich haben in der Regel immer nur eine Bremse, und zwar auf der Hinterachse, haben keine Schaltung, weil man für diese Kurse in der Regel keine Schaltung braucht und sind sehr, sehr stark auf Robustheit ausgelegt. Das heißt, deswegen haben wir hier einen hochstabilen, super kompakten Alurahmen, sehr, sehr robuste Laufräder. Und das gilt eigentlich für alle Armbauteile, sprich der Lenker ist sehr robust hier oben. Wir haben Downhill-Kurbeln für die maximale Festigkeit. Und es geht im Grunde darum, ein Fahrrad zu haben, das sich möglichst leicht durch die Luft bewegen lässt und das gleichzeitig einfach Reserven und Robustheit bietet für harte Einschläge oder auch für auch mal den einen oder anderen Sturz, den man leider im Slopestyle und Dirtjump nicht immer vermeiden kann.
Genau, hier also auch die Wall of Fame mit den verschiedenen Trikots von den Fahrern. Ganz prominent hier natürlich Fabio Wippmer, aber eben auch Troy Brosnan, Fabien Barrel, Ines Thoma, Enduro-Racerin, aber eben auch die verschiedenen erfolgreichen Roadfahrer. Es ist tatsächlich ein offenes Geheimnis, dass teilweise Profis sogar bei Canyon anfragen, weil sie von dem Support von Canyon so überzeugt sind und gerne eben dann von Canyon auch gesponsert werden möchten, weil sie wissen, es ist nicht nur, dass hier die Räder gestellt sind, sondern wir haben eine eigene Profi-Werkstatt. Wir haben in der Profi-Werkstatt jemanden, der dafür zuständig ist, der hat selber schon Olympia-Gold geholt, also weiß er genau, wovon er spricht, wie er mit den Sportlern umgehen muss. Und dieser Service, den wissen eben auch die Sportler zu schätzen. Und sorgt natürlich dann dafür auch, dass sie sich wohlfühlen und dass sie dann eben auch die Leistung erbringen können und die Rennen damit gewinnen. Genau, das ist also unser CFA-Bereich. CFR bedeutet bei Canyon, das ist quasi wie eine extra nochmal Sparte von Fahrrädern. Und ich meine, grundsätzlich ist es ja so, dass bei Canyon es nicht darum geht, möglichst günstige Fahrräder zu bauen, sondern Fahrräder zu bauen, die möglichst gut sind und das für einen Preis, der auch noch super attraktiv ist. Was eben nicht zu verwechseln ist, damit wir bauen möglichst günstige Fahrräder, sondern wirklich wir bauen Fahrräder, die top in Ordnung sind. Das ist übrigens auch so, die Rahmen, die die Profis fahren, die Fahrräder, die sind alle auch im Endeffekt zu kaufen. Also kein Profi fährt jetzt einen Rahmen, der komplett auf ihn abgepasst ist, sondern es ist wirklich, jeder Rahmen könnte auch im gekauft werden bei Canyon. Und CFR ist quasi so eine Submarke von Canyon und die Top-Modelle, das sind quasi CFR-Modelle. Und da ist es wirklich so, dass den Designern und Konstrukteuren gesagt wird, hey, feuerfrei, ihr könnt entwickeln, was ihr wollt. Da geht es nicht mehr darum zu gucken, okay, einen möglichst attraktiven Preis in dem Sinne zu machen, dass der Preis auch noch erschwinglich ist, sondern wirklich zu gucken, wie kann man das absolut Nonplusultra bei einem Fahrrad herausholen. Und da entstehen dann wirklich tolle Möglichkeiten, das Fahrrad dann wirklich dann absolut auf den Profisport auszurichten und unabhängig davon, was es kostet. Da werden also weder Kosten und Mühen gescheut, um da wirklich absolut das Nonplusultra zu bauen. Mit dem Rad hat letztes Wochenende Jack Moyer, einer unserer Teamfahrer, in der Enduro World Series gewonnen. In der allerersten Enduro World Series Stopp ist er Zweiter geworden. Beim nächsten Stopp hat er dann den Sieg eingefahren. Auch das natürlich klasse und zeigt einfach, wie gut die Räder funktionieren, wie gut sie den Profis auch taugen und dass die mit den Rädern wirklich auf Weltklasse-Niveau gewonnen werden kann. Und das ist natürlich immer klasse. Ich meine, wir wissen eh, wie cool die Räder sind und dass die Räder super ausgefeilt sind. Aber wenn damit dann auch noch die Profis die Rennen gewinnen, dann ist es ja eine Bestätigung dessen. Vielleicht noch ganz cool hier, das ist das Bike von Fabio Wippmer. Also quasi die Replika davon. Auf dem Rad ist Fabio Wippmer unterwegs. Natürlich besonders ausgestattet aufgrund seiner Sponsoren. Er ist ja auch gesponsert von Öhlins und Esculap. Und das ist aber eine ziemlich coole Sache, dass Fabio Wippmer an Bord ist. In Saalbach, als wir jetzt das Event hatten, war er auch einen Tag dabei und er ist einfach ein super cooler Typ. Was eigentlich auch eine coole Sache ist bei Canyon, wir haben auch eigentlich Profis, die nicht nur einfach irgendwie gut Fahrrad fahren können, sondern die auch menschlich in Ordnung sind, die menschlich einfach passen, die nicht arrogant rüberkommen, sondern die einfach auch irgendwie coole Typen sind. Und wenn die eben mal hier in Koblenz vorbeikommen, was ja oft der Fall ist, wir laden ja auch gerne Profis ein, um sich mal anzugucken, wie hier Business gemacht wird, wie hier die Räder zusammengebaut, verkauft werden. Und da ist es eben cool zu sehen, dass die meisten Profis, die tatsächlich von Canyon auch gesponsert werden, ja wirklich nette Menschen sind und von den Bikes auch tatsächlich begeistert sind. Und ja, diese Begeisterung auch transportieren und dann übertragen auf die Mitarbeiter, die hier alle bei Canyon arbeiten. Und Fabio Wippmer macht gerne Barspins. Also dieses Kabelgewirr ist also tatsächlich extra. Das ist nicht, dass ein Mechaniker gemeint hat, er hat zu viel Kabel und möchte sie nicht kürzen, sondern Fabio Wippmer ist ja bekannt für seine Tricks. Und damit die Kabel nicht reißen, wenn er den Lenker mehrfach um den mehrfach dreht, haben wir hier ein bisschen Kabelsalat, was aber dafür führt, dass er
ein, zwei Barspins machen kann auf dem Trail, wenn ihm gerade danach ist. Also das auch quasi, auch hier das Kabel, was durch die Gabel geführt wird, auch das ist quasi speziell für Fabio Wippmer, damit eben sich die Kabel nicht verheddern, wenn er den Lenker dreht. Man kann hier vorne auf dem Boden noch so eine Art Fundament von der Mauer sehen. Das war früher der Bereich, mit dem die Produktion vom Service getrennt worden ist. Und man kann sich vorstellen, der Bereich hier ist, obwohl es ein sehr, sehr großer Raum ist, für die Produktion von mehreren hundert Fahrern am Tag einfach zu klein ausgelegt. Deswegen haben wir nach 2015 die Produktion der Bikes in die Canyon Factory verlegt und diese Räumlichkeit hier umfunktioniert zu einer reinen Service-Werkstatt, in der quasi Kundenräder geserviced werden und auch zu einem Lager für unsere Testbikes, die man hier auf der rechten Seite sehen kann. Das heißt, wenn Kunden in den Showroom kommen und ein Fahrrad testen wollen, dann haben wir hier in der Regel die Möglichkeit, all diese Räder dem Kunden zum Testen spontan zu geben. Wir haben natürlich nicht jedes Bike in jeder Farbe, in jeder Ausstattung verfügbar, weil das Portfolio wäre dafür einfach viel zu groß. Aber wir haben von jeder Rahmengröße und jeder Plattform ein Rad da, sodass der Kunde zumindest die wichtigsten Sachen, nämlich die Passung des Fahrrads, die Frage, habe ich die richtige Rahmengröße, bestimmen kann. Weil das ist natürlich ganz entscheidend. Ob das Fahrrad dann eine RockShox-Federgabel hat oder eine Fox-Federgabel, ist natürlich für den Einsatz auch wichtig, aber viel essentieller ist die Rahmengröße und deswegen haben wir hier von jedem Fahrrad jede Rahmengröße gelagert, damit der Kunde die entsprechend ausprobieren kann. Wir können ja mal durchgehen, das Ganze ist geordnet. Wir fangen hier an mit Neuron Mountainbikes, dann geht es weiter, auf der linken Seite stehen unsere Aero-Rennräder Aeroads, dann kommen einige E-Bikes, E-Rennräder, E-Urban-Bikes. Das ganze Portfolio ist hier eigentlich mehr oder weniger verfügbar und auf die Art und Weise können dann die Kunden die Räder hier auch testen. Den Lagerbereich, den du hier siehst, den haben wir quasi nochmal gespiegelt in unserem E-Bike-Räumlichkeiten auf der anderen Seite des Hofes, weil der Platz hier einfach nicht ausreicht, damit wir wirklich alle Bikes lagern können. Aber hier steht zumindest mal ein großer Teil der Bikes und die E-Bikes werden halt primär drüben gelagert. Ich hatte gerade schon gesagt, der Bereich oder diese Räumlichkeit hier umfasst außerdem den Service und diesen kannst du hier auf der rechten Seite sehen, quasi hinterm Lagerbereich. Canyon Bikes werden ja im Direktvertrieb verkauft, das heißt, es gibt keine Händler. Und wenn der Kunde dementsprechend einen Service an seinem Fahrrad durchgeführt haben möchte, kann er das Fahrrad entweder hier vorbeibringen oder er kann es einsenden. Das heißt, das Rad kann dann entsprechend in den Bikeguard gepackt werden, wieder zu uns geschickt, wir packen es hier aus und servicen es. Und alle Bikes, die geserviced werden, unabhängig davon, ob der Kunde sie verpackt und einschickt, oder ob er sie vorbeibringt, landen dann erstmal hier in unserer Serviceannahme, wo wir die Räder entsprechend dann uns anschauen und entsprechend der Kundenwünsche die Reparaturen durchführen. Das machen dann die Kolleginnen und Kollegen, die hier rechts arbeiten. Das heißt, das ist quasi eine Fahrradwerkstatt, wie man sie auch in einem Fahrradladen kennt, nur natürlich etwas größer. Und hier werden halt jeden Tag Fahrräder von Kundinnen und Kunden repariert. Also normalen Service durchgeführt, Reparaturen, Garantiefälle etc. Und hier ist eigentlich die klassische Arbeit eines Fahrradladens, eines Fahrradherstellers, wie man es so kennt. Und mittlerweile bauen wir sehr, sehr viele E-Bikes. Und da drüben kann man zum einen sehen, welche Räder wir halt so im Portfolio haben und zum anderen auch ganz schön erkennen, wo die Reise hingehen soll. Weil wir natürlich auch uns Gedanken machen, wie die wie Bikes in Zukunft aussehen könnten. Ja, ich habe schon gesagt, bei Canyon geht es nicht immer darum, nur zu gucken, okay, dass man Fahrräder anbietet, die im Alltag von den Menschen gefahren werden oder Fahrräder anzubieten, die möglichst viel auch verkauft werden, sondern bei Canyon ist es ganz, ganz wichtig, auch innovativ zu sein, zu gucken, was bringt die Zukunft und auch die Zukunft mitgestalten zu können. Und das ist quasi hier ein tolles Beispiel, das Future Mobility Konzept, was wir vor zwei Jahren tatsächlich vorgestellt haben. Es geht ja darum, die Verkehrswende, dass man versucht, die Autos aus den Innenstädten herauszubekommen, beziehungsweise Alternativen für das Auto zu finden. Und das E-Bike ist ja schon eine tolle Alternative. Allerdings ist natürlich dann immer noch so, dass der Fahrer sehr viel den Witterungen ausgesetzt ist oder eben auch der Komfort natürlich bei einem Fahrrad nicht derselbe ist wie bei einem Auto, um da eben wirklich eine smoothen Übergang zu schaffen zwischen dem Auto und dem Fahrrad, haben wir tatsächlich hier eine Innovation geschaffen, das Future Mobility Konzept,
Genau, das ist einmal eben 25 km/h, aber es gibt eben auch eine zweite Stufe, dass er bis 60 km/h tatsächlich im fließenden Verkehr mitrollen kann und dann tatsächlich als E-Bike und E-Auto Verschnitt wirklich die Probleme in den Städten auch lösen kann. Und das ist natürlich dann auch, dass der Fahrer deutlich besser geschützt ist vor Witterungen, ist deutlich angenehmer hat, im Verkehr auch tatsächlich zu rollen. Und ich denke, so wird die Zukunft dann auch aussehen in den Städten, weil wenn man mit solchen Autos unterwegs ist, braucht man wirklich dann kein Auto mehr. Und das passt natürlich auch viel besser in die Städte, in Parkplätze. Auch das ist natürlich zurzeit ein großes Problem. Und das kann man sich dadurch einfach in den Hof stellen, ohne dass man eben da Parkplatzprobleme auftauchen sollten. Ja, das ist natürlich so das Innovative, was in Zukunft dann möglicherweise dann kommt. Was aber jetzt tatsächlich schon auf dem Markt ist, ist tatsächlich unsere E-Bikes, zum Beispiel das Precede-On, was hier tatsächlich auch vorne steht. Auch das eben sehr innovativ, wenn du dir den Lenker anguckst, dass tatsächlich Bremsgriffe, die Lampe, die Schaltung komplett integriert ist und der Rahmen, der Akku auch komplett in dem Carbonrahmen verschwindet quasi. Und das ist also letztlich die Innovation, die tatsächlich schon zu kaufen ist. Und die dafür sorgt, dass E-Bike-Fahren nicht einfach nur ein Ding ist, was man sagt, okay, ich komme nicht in den Berghof, sondern was auch wirklich Spaß macht und wirklich auch Emotionen trägt, dass man sagt, ich steige gerne auf das Fahrrad, weil es eben wirklich super angenehm ist. Das ist quasi unser E-Mountainbike-Freerider. Mit dem kann man wirklich, der hat 180 mm vorne und 175 mm Federweg hinten. Und damit kann man wirklich auch die heftigsten Strecken in den verschiedenen Bikeparks auf der ganzen Welt fahren und hat trotzdem noch Reserven. Gerade wenn es geht um Wurzeln, über Steine zu fahren, große Sprünge zu machen, bietet dieses Fahrrad einfach alle Reserven, die man benötigt, dass man sich trotzdem auf dem Fahrrad wohlfühlt. Und was halt den riesen Vorteil hat, oft ist es so, dass solche Strecken tatsächlich nur mit einem Lift zu erreichen sind. Da spricht man dann klassisch von dem Bikepark, wo man im Lift hochfährt und dann die Strecken runter. Dieses Fahrrad, sage ich ganz gerne, hat den eingebauten Bikepark. Da braucht man nämlich keinen Lift, sondern kann tatsächlich selbst den Berg hochfahren, ohne tatsächlich außer Atem zu gehen durch den Akku. Und hat dann runter sehr viel Spaß, indem man mehrfach eine Strecke fährt oder verschiedene Strecken fährt, wo man sonst vielleicht einmal den Berg hoch und wieder runterkommen könnte und dann der Tag vorbei war oder eben auch von der körperlichen Fitness es einfach nicht möglich wäre. Ja, was wäre natürlich eine Fahrradfirma ohne ihre eigene Strecke? Die haben wir natürlich hier am Canyon Home auch. Man kann sie hier rechts sehen, das ist der Canyon Pump Track. Also eine Strecke, auf der man das Ditch zum Beispiel, wir haben vorhin das Dirt Jump und Slopestyle Bike gesehen, so ein Bike extrem gut bewegen kann. Es geht darum, dass man durch den eigenen Input auf das Fahrrad, ohne zu pedalieren, hier verschiedene Runden abfahren kann. Und ja, das ist eigentlich eine schöne Gelegenheit, die von vielen Kolleginnen und Kollegen nach Feierabend genutzt wird oder am Wochenende einfach auch mal ja, ein bisschen selber noch Rad zu fahren. Und das ist wirklich ein gutes Workout. Ich kann es sehr empfehlen, das mal zu machen. Es geht auf jeden Fall schön in Arme und Beine und ist eine sehr, sehr coole Abwechslung zum regulären Fahrradfahren, wie man es halt sonst so kennt. Und deswegen ist der Pump Track auch hier direkt an das Canyon Home Gelände angeschlossen. Auch die Corona-Krise hat natürlich die Fahrradindustrie nicht ganz unbeeinflusst. Die Nachfrage ist sehr, sehr hoch und gleichzeitig mussten wir natürlich eine Reihe von Auflagen erfüllen, was das Thema Kundenempfang angeht. Und deswegen haben wir uns halt seit einigen Monaten diese Check-in-Area hier überlegt und auch aufgebaut. Das ist quasi ein Außenbereich, in dem wir die Kundinnen und Kunden, wenn sie ein Rad fahren wollen, empfangen können. Sie registrieren sich hier für die Testfahrt. Sie können auch hier direkt Räder, in dem Fall die Rennräder, ausleihen für den Testbereich. Und damit entzerren wir einfach so ein bisschen den Kundenauflauf, den Andrang im Showroom und bieten gleichzeitig nochmal eine Vergrößerung der gesamten Canyon Home Anlage, sage ich mal. Das heißt, derzeit haben wir im Grunde genommen drei verschiedene Orte alleine hier am Canyon Home, an denen Räder Probe gefahren werden können. Einmal das Hauptgebäude am Canyon Home, was wir zu Anfang gesehen haben. Dann unser E-Bike Experience Center, was hier hinter mir steht, was wie der Name schon sagt, für E-Bikes ausgelegt ist. Und dann als drittes hier unseren, ich nenne ihn mal Hangar, unser Zelt, wo zum einen die Check-ins gemacht werden, sprich, wo sich der Kunde erstmalig anmeldet und wo dann auch die Rennräder stehen, die Gravelbikes stehen, die ebenfalls getestet werden können. Das heißt, wir haben einfach versucht, während der Corona-Zeit die Kundenkontaktpunkte möglichst weit zu entzerren und dafür zu sorgen, dass einfach die Kunden sich in einem sehr, sehr großen Areal bewegen können und dementsprechend die Kontakte reduziert werden.
Und muss sagen, das klappt auch ganz gut. Und ich denke, auch vom Auftreten her ist es ganz schön, wenn man bestenfalls bei gutem Wetter, heute ist nicht ganz so sonnig, die Räder direkt draußen testen kann. Hey, Kevin. Hi. Wir haben dich gerade im Showroom abgepasst. Ja. Cool, dass du bereit bist, hier ein paar Fragen zu beantworten. Gerne. Einfach so ein bisschen zu sagen, als Canyon-Mitarbeiter, was macht es aus, hier bei Canyon zu arbeiten? Da würden wir einfach mal anfangen. Seit wann bist du denn bei Canyon dabei? Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren bei Canyon. Okay. Hab auch sogar im Showroom zwischenzeitlich während meines Studiums gearbeitet. Okay. Deshalb bin ich immer gerne hier mit den Leuten noch mal reden, ein bisschen gucken. Ja. Und was machst du jetzt beruflich bei Canyon? Jetzt bin ich in der Entwicklung als Ramp-Up Launch Manager. Als Ramp-Up Launch Manager schaut man sich halt die Räder an, die auch bei externen Partnern gefertigt werden und supportet die so ein bisschen dabei, unterstützt das, strukturiert das. Das ist mein Aufgabenbereich jetzt. Genau. Das klingt super spannend. Gell? Und was macht für dich einfach aus, bei Canyon zu arbeiten? Für mich ist es immer gewesen, dass ich Spaß am Beruf brauche. Also ich habe auch vor meinem Studium schon eine Ausbildung gemacht, habe im Automobilbereich gearbeitet, habe viel gesehen. Aber ich brauche immer ein Produkt, womit ich mich identifizieren kann, wo ich halt sagen kann, okay, mir macht das Spaß, ich kann mich damit identifizieren. Wenn ich jetzt einen stressigen Tag auf der Arbeit hatte, einen langen Tag, dann gehe ich danach aufs Rad und weiß direkt, oh geil, das treibt mich dann auch so ein bisschen an und gibt mir halt so ein bisschen das, wo ich dann auch für lebe, was so das Besondere etwas dann bietet. Ich glaube, das gehört auch dazu. Davon lebt Canyon auch und das lebt auch so ein bisschen immer die einzelnen Teams davon, dass man immer diesen festen Ankerpunkt hat, dass man den Spaß am Radfahren hat. Ja. Und das gehört für mich einfach dazu, einfach das Interesse zu sagen, geil, ich erfreue mich an den Fahrrädern, also versuche ich auch die Freude an andere Stelle zu bringen und die anderen mitzureißen. Und das ist halt, was Canyon dann auch so ein bisschen ausmacht und was man immer so in Gesprächen mithört, dass man immer mit den Personen, wenn man sie jetzt auch nicht persönlich kennt, aber sieht, okay, sie haben dasselbe Rad wie du. Man hat immer direkt einen Punkt, wo man sich drüber unterhalten kann, wo man sich austauschen kann. Und die flache Hierarchie hilft dann auch noch so ein bisschen dabei. Ja, ziemlich cool. Und du siehst ja, mit verschiedenen Abteilungen hast du ja definitiv, ne, du bist jetzt schon wieder im Showroom unterwegs, dass es auch wahrscheinlich bei dir auch so ist, dass du in verschiedenen Abteilungen gehst, einfach hin und her viel mit unterschiedlichen Abteilungen zu tun hast, oder? Also ich kann es jetzt halt dadurch, im Showroom lernt man schon allgemein viele Kollegen kennen, die dann immer mal hier zu Besuch sind. Ich habe meine Abschlussarbeit in der Arbeitsvorbereitung oben in der Factory selbst geschrieben. Habe schon viel von der Factory gekannt. Und dadurch, wie gesagt, dass man die flachen Hierarchien hat, wenn man selbst interessiert ist, wenn man selbst fährt, lernt man halt die Leute dann auch kennen. Und dadurch hat man dann immer die Möglichkeit, Connection zu knüpfen, auch bei Events, bei Ausfahrten oder ähnliches. Und deshalb hat man eigentlich überall immer dann die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, auch weil alle Leute super, super direkt sind, super interessiert sind. Deshalb passt das auch. Und jetzt in meiner Position als Ramp-Up Launch Manager habe ich das halt auch nochmal, weil wir halt nicht nur die Factory betreuen, sondern auch die externen Montagepartner und bilden damit dann auch wieder eine große Fläche an Leuten ab, wo wir Informationen bereitstellen. Und es sind dann alles fahrradbegeisterte Menschen, ne? Ja, immer. Immer. Also das ist, ich sag mal, das gehört immer dazu. Also immer, wenn ich die Möglichkeit habe, frage ich, ey, wann gehen wir zum nächsten Mal wieder Radfahren? Und das gehört einfach. Da hatten wir ja schon gleich eine gemeinsame Gesprächsgrundlage, ne? Das genau. Ist super. Ja. Ja, cool. Vielen Dank für deine Einblicke. Das, denke ich, bietet sehr gute Einblicke, was Canyon ausmacht und was auch für mich ausmacht, hier bei Canyon zu arbeiten. Und deshalb ist es einfach super spaßig. Wir treffen uns alle immer wieder. Vielen Dank. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Danke dir. Und einen schönen Tag.